Wir feiern unseren Gottesdienst am Buß- und Bettag im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir tun dies heute im Andachtsraum der Christusträgerschwestern in Hergershof. Und uns ist dieser Andachtsraum von Anfang an wichtig als Ort der Ruhe, wo man zum Nachdenken kommt und auch betet, Gott anbetet. Und dabei hat uns immer ein Lied begleitet und das wollen wir jetzt auch singen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Im evangelischen Gesangbuch steht es unter der Nummer 165. Psalm 130 im Wechsel. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Höre mein Rufen und vernimm mein Gebet. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen würdest, wer könnte da bestehen? Doch du schenkst uns Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen und ich vertraue auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn der Herr ist gnädig und sein Erbarmen ist groß. Und er schenkt viel Erlösung. Barmherziger Gott, es ist gut, im Vielerlei des Alltags zur Ruhe zu kommen und vor dir still zu werden. Dir wollen wir vertrauen, denn du meinst es gut mit uns. Sprich du uns an durch dein Wort, gib du uns Impulse zum Nachdenken und Ermutigungen für unser Leben in diesen belastenden Wochen. Amen. Thank you.
niederwandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnade. Unser heutiger Predigttext steht leider nicht unter dem Wohldienen, sondern im krassen Gegensatz dazu. Wir hören die Verse 10 bis 18 aus dem ersten Kapitel des Jesaja-Buches. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin eure Widder als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor mein Angesicht zu kommen? Hört auf, mir solche verlogenen Opfer zu bringen. Das Räucherwerk, das ihr mir bringt, finde ich abscheulich. Ich verabscheue eure Feste und Neumondfeiern. Sie sind mir zuwider. Sie belasten mich. Ich bin es leid, sie länger zu ertragen. Wenn ihr nun eure Hände erhebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht hinhören. Eure Hände sind blutbefleckt. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Schlechtes zu tun und lernt, Gutes zu tun. Schafft Recht, weist Übeltäter zur Ordnung, verhelft den Weisen zu ihrem Recht und tretet für die Witwen ein. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Liebe Gemeinde, solch ein Predigttext ist für uns ungewohnt, vielleicht sogar erschreckend. Wie mag es da erst den damaligen Zuhörern ergangen sein? Wie kann Jesaja es wagen, die Leute so anzusprechen? Hört ihr Herren von Sodom und du Volk von Gomorra! Eine Bekannte von uns hat manchmal wütend ausgerufen, Sodom und Gomorra. Sie machte damit ihrem Ärger Luft über etwas, was sie für ganz unmöglich und verwerflich gehalten hat. Darf man so fromme Juden, die im Tempel sind, um Gott Opfer zu bringen, anreden? Mehr noch, Gott lässt ihnen durch Jesaja sagen, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ich ekle mich vor den Wohlgerüchen, die ihr mir räuchert, und vor euren Opfergaben. Ja, ich verschließe meine Ohren vor euren Gebeten. Der Prophet formuliert scharfe und deutliche Worte. Ja, er provoziert. Er will eine Reaktion hervorrufen und auch Veränderungen bewirken. Weshalb klagt Gott die Bewohner von Juda an? In den nachfolgenden Versen lesen wir einiges davon. In Jerusalem werden fremde Götter angebetet. Der Wein wird mit Wasser gepanscht. Es wird vielfältig betrogen. Die Anführer des Volkes sind bestechlich. Sie sorgen sich um ihre eigenen Vorteile und ihren Gewinn. Sie kümmern sich nicht mehr um Witwen und Waisen.
In der Rechtsprechung sind sie parteiisch geworden. Bereits 10 Jahre zuvor hat der Prophet Amos ähnliche Anklagen ausgerufen. Schon damals verstießen die Menschen massiv gegen die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe. Deshalb hat Gott kein Gefallen an einem nur äußerlich vollzogenen Kult. Bei Amos heißt es unter anderem von Gott: Ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Die Propheten wollten das Volk zur Umkehr bewegen. Umkehr, das heißt zur Buße bewegen, zur Umkehr und zur Hinkehr zu Gott. Sie sollen wieder zu Gott umkehren und ihre Herzen wieder Gott zuwenden. Das haben die provozierenden Worte der Propheten zum Ziel. Und ebenso dieses: Lasst ab vom Bösen, lernt wieder Gutes zu tun. Der Prophet Micha hat es bereits so ausgedrückt: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Diese Aufforderungen gelten uns auch heute. Demütig sein vor Gott, das heißt nicht Unterwerfung, sondern Gott als den Ursprung allen Lebens und Herrn anzuerkennen, dem wir verantwortlich sind. Dieses Selbst groß sein wollen, eventuell sogar der Größte, steckt tief in uns Menschen drin. Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht das verlockende Angebot: Ihr werdet sein wie Gott. In Babel gibt es eine Gruppe von Baumeistern, die den höchsten Turm der Welt bauen wollten. Und zwar, um sich einen Namen zu machen. Die höchsten Türme der Welt, das gibt es auch in unserer Zeit. Zwischen den Jüngern damals gab es einen massiven Streit. Sie wollten wissen, wer unter ihnen der Größte ist. Das Wort groß, englisch-amerikanisch great, haben wir in den letzten Monaten oft gehört. Stolz, Überheblichkeit, Egoismus gibt es weltpolitisch und ebenso im Leben von Einzelnen. Ich muss nur daran erinnern, wie es vor einigen Monaten beim Hamstern von Klopapier war. Ja, aber wie ist das? Müssen wir uns die Anerkennung, das Wohlwollen Gottes durch besondere Leistungen verdienen? Nein. Den damaligen Zuhörern, die sogar mit den Bewohnern von Sodom und Gomorra verglichen wurden, lässt der Prophet sagen: Gott, dem alles möglich ist, der kann sogar eure blutbefleckten Hände schneeweiß werden lassen. Viele von uns haben im Religionsunterricht den Vers aus Johannes 3, Vers 16 gelernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will nicht verdammen, sondern retten. Jesus erzählt von einem Vater, der seinen Sohn freigibt. Er lässt ihn ziehen, obwohl er genau weiß, was passiert. Der Sohn verprasst sein ganzes Erbe mit falschen Freunden und landet am Ende bei den Schweinen in der Gosse. Und was geschieht bei seiner Rückkehr? Der Vater hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Er nimmt ihn liebevoll in seine Arme und gibt ihm die Sohneswürde zurück. Buße heißt Umkehr, Hinkehr, Heimkehr zu Gott. Wir müssen uns den Himmel nicht durch Bußübung oder gute Werke verdienen. Das war das große
Die große Erkenntnis von Martin Luther. Gerecht vor Gott werden wir allein durch den Glauben an ihn. Die guten Werke sind nicht Voraussetzung, um von Gott geliebt zu werden, sondern sie ergeben sich aus unserem Glauben. Es ist durchaus sinnvoll, am Abend den vergangenen Tag zu bedenken. Was war gut? Was ist mir gelungen? Wo habe ich versagt? Der Beter des Psalm 139 drückt das so aus. Herr, erforsche mich und zeige mir, wer ich bin und offenbare mir meine Motive. Zeige mir, wenn ich einen falschen Standpunkt habe und verkehrte Wege gehe. Leite du mich auf dem richtigen Weg. Bei so einem Bedenken kann es durchaus passieren, dass mir auffällt, wie lieblos ich war oder dass ich ungerecht jemand behandelt habe und dass ich diese Person um eine Entschuldigung bitten soll. Aber ganz wichtig ist, mir bewusst zu machen, was es auch an Schönen gab und wofür ich danken kann und will. In Corona-Zeiten fällt es mitunter nicht leicht. Im Psalm 50 heißt es, opfere Gott Dank. Opfere Gott Dank, also auch wenn es nicht ganz leicht fällt. Und über solche Opfer freut sich Gott. In meinem Leben als Christ geht es um Glaubwürdigkeit. Gute Werke sind nicht Voraussetzung oder Bedingung für mein Christsein, aber sie sind eine Konsequenz. Im vierten Fenster hier in unserem Andachtsraum geht es darum, dass wir als Christen mit Gott und auch mit unserer christlichen Gemeinde in Einheit leben sollen und dürfen. Und dass dieses Leben dann auch Auswirkungen hat und Frucht hervorbringt. Da wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten sind mit speziellen Begabungen, zeigt sich die Nächstenliebe auch in großer Vielfalt. Ja, liebe Gemeinde, ich bin Schwester Chris. Ich bin gerade im Heimaturlaub aus Pakistan zurück in Hergershof. Und dieser Gottesdienst ist fast so was wie der Abschluss meines Heimaturlaubes, denn morgen früh geht es zurück nach Pakistan. Pakistan ist ja ein Land, das nicht so einen tollen Ruf hat. Das ist ein Land, wo wir uns auch sehr mit dem identifizieren können, was die Schwester Astrid in der Predigt gesagt hat. Wir sehen viel Leid, Leid, das sich Menschen gegenseitig antun, aber auch Leid, was einfach entsteht durch Krankheit, durch Armut, durch Hunger. Und ich finde das schön, dass das, was wir als Christen von Gott geschenkt bekommen, die Vergebung, die Gnade, dass wir das den Menschen weitergeben können. Dass diese Welt in ihren Leiden, in ihren Problemen nicht so bleiben muss, wie sie ist. Wir machen eine medizinische Arbeit, wir helfen Patienten mit Lepra, Patienten, die Augenkrankheiten haben, und wir haben vor allem sehr, sehr viele Patienten mit Tuberkulose. Tuberkulose ist ja die klassische Krankheit der Armut. Neben der medizinischen Arbeit betreuen wir auch Kinder aus der christlichen Minderheit. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Corona-Krise, die es bei uns genauso gab wie hier in Deutschland, dass wir diese Krise bis jetzt gut überstehen konnten mit Gottes Hilfe. Ja, dass wir da ganz besonders gemerkt haben, dass unsere Dienste für die Menschen ganz wichtig sind.
Eines der großen Probleme, die wir in der Zeit erfahren haben, war, dass die medizinische Versorgung monatelang völlig zusammengebrochen ist und dass wir plötzlich auch Patienten bekommen haben, die nichts mit Lepra oder mit Tuberkulose oder mit Augenkrankheiten zu tun hatten, sondern die ganz andere Krankheiten hatten und die eben nicht mehr behandelt wurden. Das war für uns eine große Herausforderung. Unser Leben ist sehr oft eine Herausforderung, aber es ist auch schön, wenn wir das den Menschen einfach vorleben können und zeigen können, dass unser Gott ein Gott der Hoffnung ist und ein Gott der Liebe ist, der das Gute will, der nicht die Zerstörung will, nicht das Elend, nicht die Not, nicht das Ende, sondern dass er ein Gott ist, der in Ewigkeit Gemeinschaft haben will mit uns Menschen und wo wir schon jetzt Zeichen der Hoffnung setzen können. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen, Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Das ist das Lied 618, die Verse 1 und 2. Gemeinschaft mit uns. Du wartest auf uns. Danke, dass wir jederzeit zu dir kommen können. Wir bitten dich für die Menschen, die sich einsam fühlen und von Angst geplagt sind. Schenk ihnen Trost in ihrer Not und mach Menschen bereit, ihnen beizustehen und ihnen Lebensmut zu vermitteln. Barmherziger Gott, du verzeihst Schuld, wenn wir sie dir bekennen. Bei dir dürfen wir aufatmen und frei sein. Lass auch uns barmherzig sein im Umgang miteinander. Wir bitten für alle, die sich privat oder beruflich um Einsame, Hilfsbedürftige und Kranke kümmern. Erfülle sie mit Geschick, Geduld und Liebe und die nötige Kraft für ihren Dienst. Unser guter Hirte, du willst uns erfülltes Leben schenken. Du sorgst für uns, dass wir keinen Mangel leiden. Und auch im dunklen Tal bist du bei uns. Führe uns an deiner guten Hand. Amen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Komm, Herr, segne uns unter der Nummer 170, die Verse 1 und 2. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen.